Hola und willkommen zur, wo sind wir eigentlich, 69. Folge der Community-Karriere. Hi, Spieler des Monatskandidaten, unsere beiden Ex-Spieler René und Julius stehen einfach zur Auswahl. Also wir haben eine ganz gute Möglichkeit, dass das allererste Mal ein OG von uns, also ein Gründungsmitglied des Vereins, Spieler des Monats in der Bundesliga werden könnte. Wobei René natürlich noch bei uns unter Vertrag steht, der ist noch ausgeliehen. Deswegen würde ich es René deutlich mehr gönnen als Julius. Ach, by the way, wenn euch das Projekt hier gefällt und das Video, gerne mal Like und Abo da lassen, wer es noch nicht gemacht hat. Würde mich sehr freuen. Dann gehen wir mal rein. Martin ist wieder da, der Weltstar aus Bergamo. Das erste Game für die heutige Folge gegen die Mainzer. Die waren ja im Hinspiel grottenschlecht. Mal schauen, wie es jetzt im Rückspiel ist. Wir gehen viel offensiver rein. Neue Verpflichtungen bzw. Rückkehrer Daniel und Martin direkt mal von Beginn an mit dabei. Sascha Tobo, erster Abschluss, gleich mal daneben. Oh, die Flanke ist gut und die Mainzer führen, weil die Zuordnung gar nicht vorhanden ist. Mainz überrennt uns. Guck mal, es ist keine Zuordnung in der Mitte. Niemand ist da. Gar niemand. Sascha. Julian. Ja, muss da auf die Mitglieder warten. Sascha schreit dann wieder an Zentner. Nächste 100%ige liegen gelassen. Beziehungsweise auch Weltklasse pariert. Gute Grätsche. Überragend. Und Tom Tankwart zum Ausgleich. Er will wieder das Tor des Jahres bekommen. Und hat auf jeden Fall mal seine Bewerbung abgeschickt. 29 Meter Entfernung, ein bisschen näher dran als letztes Jahr. Mit 110 km/h in den Winkel. Hat viel Platz. Martin geht, Doku geht. Martin bekommt den Ball, macht die Ballrolle und erhöht zum 2:1. Martin trifft im Comeback. Die Nummer 77 übernimmt gleich mal den Torjubel vom eigentlichen Topscorer Sascha Tobo. Die Abwehr steht. Das war echt nur so ein kleiner Patzer in der ersten Hälfte. Sascha Tobo jetzt. Auch er geht vorbei am Gegenspieler. Sascha Tobo 3:1. Mainzer fällt. Gut, Bradley. Super Ballgewinn. Ball in die Mitte. Direkt verlängert von Tom Julian Junior. Legt noch rüber für Julian Bayer. Maxi Bayer war es vorne drin. Das ist halt auch so clean ausgespielt. Na, auch dieser One-Touch von Tom, dass Bayer da noch rüberlegt. In seinem Debüt gleich mal einen Scorer mitgenommen. 4:1 Sieg nehme ich eher mit als ein 2:0 aus dem Spiel, sag ich dir ehrlich. 4:1 finde ich schöner als das 2:0. Twitter, Timo hat wieder gekocht. Meine Familie und ich leben uns gerade in unserem neuen Haus ein. Derzeit beschäftige ich mich viel mit der Kultur des Vereins Forza AC. Was hat er denn hier? Die legendäre Elf. Junge, Alter, Ibrahimovic da vorne drin. Geil. Ey, 111 Gründe den AC Mailand zu lieben. Der Mann ist mit Leidenschaft dabei. Was ist denn das hier? Was ist denn das? Junge, Timo, welcome. Der Mann wird gefeiert in Italien. Natürlich den FCM unterstützen. Der Mann hat schon wieder den Stream am Fernseher laufen. Ah ja, genau, guck mal, DFB-Pokal wollte ich unbedingt schauen. DFB-Pokal, waren wir im Viertelfinale. Hamburg gewinnt echt im Elferschießen gegen Frankfurt. An Frankfurt sind wir gescheitert und Leipzig. Und jetzt ist es ausgerechnet Hamburg mit Ossi, der sich schlägt. Und ich habe ja gesagt, Hamburg wird den DFB-Pokal gewinnen. Schalke im Halbfinale, Gladbach und Dortmund bezwingt Bayern. Halt's Maul, was ist denn das für ein Halbfinale? Wir haben das Derby Schalke gegen Dortmund und wir haben das Spiel Hamburg gegen Gladbach. Und wer sich zurückerinnert, bei diesem Spiel, 3:1 hat der Hamburg, glaube ich, gewonnen, ist Hamburg abgestiegen. Das war der letzte Bundesligaspieltag und dann war amtlich, Hamburg steigt in die zweite Bundesliga ab. Also wirklich, in dem Halbfinale wird es richtig krachen. Guck mal, die Leila Quatsch wieder. Die Spieler machen sich in der Zwischenzeit warm. Geht jetzt gegen Werder Bremen. Ich wäre sehr dafür, den ihre Torhymne nicht abzuspielen. Allerdings müssen wir dafür natürlich die Nulle halten. Und im besten Falle mal noch 2-3 Tore machen. Wieder Ecke Bremen diesmal. Wird er reingeschlagen. Auf den kurzen Pfosten. Mr. Muffin wird da umgehauen. Schiri! Schiri! Guck hin! Das Tor darf nicht zählen. Das darf nie und nimmer zählen. Das darf nie und nimmer zählen. Guck mal auf Mr. Muffin. Halt's Maul, das ist der eigene Mann. Oh mein Gott. Das ist ja so dämlich. Mein Gott, ich sage auch noch, wir müssen die Null halten.
oder wollen die 0 halten. Und dann durch, wirklich, das ist ja Fail der Saison, das kannst du ja gar nicht mehr toppen. Tom, guter Ball. Martin. Zweite Reihe, Kana. Oh mein Gott, ich dachte, der ist drin. Alter, ich habe mich schon gewundert, warum der Torwart nichts macht. Vitinha spielt den Ball vor auf Maxi Bayer mit links in Guerrero. Oh Tom, was ein Ball auf Doku. Was ein Ball, Doku. 1-1. Also das war ein Weltklasse-Kontakt vom Tankwart. Da musst du wieder mal den Hut vor ihm ziehen. Der weiß schon, welche Laufwege seine Mitspieler machen. Auch der Abschluss diesmal überragend von Doku. Es ist vorbei, wir kommen nicht über ein 1-1 gegen Bremen raus. Insofern wir den nochmal verteidigt bekommen, den Angriff. Ja. Das ist sehr ernüchternd. Das ist sehr ernüchternd. Verstehe ich gar nicht, warum das nur 1-1 war. Das hat sich ganz klar nach einer Führung angefühlt. Wir waren auch besser in der zweiten Hälfte. Viel, viel besser. Hey, wir sind Fünfter, weil Dortmund schon wieder gejoggt hat. Was? Die spielen jetzt auch gegen Bremen. Die haben gegen Wolfsburg verloren. Nein, jetzt kommt Wolfsburg wieder ran. Leipzig hat ja auch verloren. Stimmt, alle gejoggt außer Bayern. Ja, und halt Leverkusen, aber die beiden ziehen eh vorne weg. Timo währenddessen in Feierlaune, die AC-Fans in Nottingham. Vor Samilan leider zwei Punkte gegen Bremen liegen gelassen, nur der FCM. Der Mann verfolgt das tatkräftig, auch wenn er da in so einer Partymeile gefangen ist. Wir blicken dann natürlich gespannt auf die Vorrunde. Also, Milan geht da als mehr als glasklarer Favorit rein. Mal schauen, ob sie es dann am Ende auch bestätigen können. Boah, jetzt kommt's halt knüppeldick für uns. Na, scheiße, wir müssen jetzt wirklich gegen Real Madrid spielen. Und da steht auch noch dieser 160 Millionen Mann von uns. Vaga steht da auch noch im Sturm. Die haben Vini Junior auf der Bank. Bro, warum müssen wir denn gegen Real Madrid spielen? Das muss doch nicht. Wir haben ja in der Vorbereitung schon gegen die gespielt und mies kassiert. Ich glaube, 2-0 haben wir da verloren. Ey, und noch dazu haben sie halt Jonas als Rechtsverteidiger. Ne? Also generell, viele von denen waren im Toti und Jonas als OG. Jetzt auch noch mit dabei, das war ja im Vorbereitungsturnier noch nicht so, glaube ich. Das legendäre Achtelfinale der Champions League steht an. Als Neuling, der es irgendwie durch diese Hammergruppe geschafft hat, als Tabellenzweiter, Gruppenzweiter, trifft jetzt Real Madrid auf uns. Ach du Scheiße, die Königlichen, die Rekordmeister, die Owner dieser Liga. Und wir müssen gegen sie spielen. Ja, schönes Tiki-Taka-Fußball. Jetzt hier Flubi mit der Schürze gegen Vaga. Da wird ein schönes Privatduell draus. Jetzt aber erstmal Martin mit der Führung. Wir führen gegen Real Madrid. Wir führen zu Hause im Teufelsstream gegen die Königlichen. Und es ist der Erfolgsgarant. Es ist ausgerechnet Martin. Den Mann, den wir für 150 Millionen im Winter geholt haben. Das erste Champions League Spiel für Martin, glaube ich, überhaupt. Und gleich mal der erste Treffer. Und das gegen Real Madrid im Achtelfinale. Dann kann Daniel jetzt gerne auf die 10. Dann bringe ich gar nicht mal Matteo. Dann bringe ich Bradley auf außen und Doku auf links. Dann gehen wir jetzt rein in die Fünferkette. Wofür haben wir denn die Taktik, wenn wir sie nicht nutzen? 20 Minuten noch wegverteidigen gegen Real Madrid. Und wir stehen mit einem Bein im Viertelfinale. Das Rückspiel wird natürlich nochmal ein anderes Level. Ich glaube, da macht Real dann nochmal richtig ernst. Ganz gleich, wie das Endergebnis von dem Spiel hier ist. Die pressen. Oh, und Flubi verliert da echt den Ball. Flubi, Bro. Luca, Monstergrätsche. Jetzt fehlt er aber immer noch hinten. Barella nochmal. Langer weiter Ball. Mr. Muffin ist da. Real bekommt den letzten Angriff. Sie kriegen den letzten Angriff. Vaga. Wegverteidigt von Flubi. Der ist der Man of the Match. Wir gewinnen ihn echt gegen Real Madrid zu Hause. Lecco mio. Was ein geiles Match. Ey, Real hat, glaube ich, nicht ernst gemacht. Ich glaube, die haben uns auch ein bisschen sehr krass unterschätzt. Leverkusen gewinnt, Dortmund verliert an der Anfield Road. Bayern gewinnt. Alle vier Deutschen halt auch gleich hier auf einer Seite, ne, gell? Halt's Maul, Julius ist Spieler des Monats. Ach, so eine Schiebung, wirklich. So eine Schiebung. Daniel, ach, der sieht schon sticker aus. Guck dir diese Kabine an, Wahnsinn. Jungs, let's game für heute. Nochmal ein Heimspiel gegen... Okay, wir spielen gegen die Hertha. Wir haben mindestens die letzten 5 nicht gewonnen. Also, wir haben jetzt mal gut durchrotiert in der ersten Elf. Dürfte dementsprechend trotzdem reichen. Super. Hartmann. Bayer in die Mitte gelegt für Daniel. Und das 1-0. Er schießt sein erstes Tor für den FCM. Das war der Hauptkritikpunkt bei ihm.
dass er nie ein Tor schießt. Und jetzt macht er es endlich. Sorry, musste gleich mal den Jubel mitmachen. Und Bayer schießt zwar kein Tor, aber gibt die Vorlage. Ja, das war das allererste Tor in dieser Staffel für Daniel beim FCM. Crazy. Jetzt aber genauso crazy der Ausgleich von der Hertha, weil Flarion neben sich steht. Der Ball rutscht aber durch, die Flanke ist nicht gut gedreht. Und dafür jetzt Bayer. Knüpft er dem Gegenspieler wieder den Ball ab. Hartmann, Flanke rein. Oh, den kriegt der Keeper. Und dann ist es Bayer. Auch er mit dem ersten Tor. Auch Maxi Bayer erzielt sein erstes Tor für den FCM. Er hat keine 4,5 Jahre gebraucht wie Daniel. Er hat lediglich vielleicht 4,5 Wochen gebraucht. Sehr lucky, muss man dazu sagen. Der Torwart verschätzt sich komplett. Also zumindest in der Bulli. Oh, Jungs, es gibt keinen Freistoß. Spieler liegt verletzt am Boden. Ich kann das schon wieder als nicht mehr. Gerade wo es mal gut läuft. Gerade wo es gut läuft. Kommt jetzt eine Verletzung oder was? Lund, hier einfach mal reinlangen. Flarion, sauber. Nicht mal faul, blöden Wichser. Scheiß Hertha. War das Daniel? Julian. Nein, Julian Junior hat es erwischt. Ihr Schweine. Ja, die Hertha macht jetzt nochmal ganz schön Zeitspiel. Ne? Die setzen jetzt alles auf den Angriff. Ja, scheiße, Leipzig führt wieder ein paralleles Spiel. Hertha führt jetzt gleich auch, oder was? Beziehungsweise schießt er fast einen Ausgleich. Irgendwie noch weggekratzt vom Pfosten. Daniel mit der Ecke, Flanke rein. Flarion, hui. Ja, und jetzt pfeift er ab. 2-1 Sieg gegen die Hertha. Scheiß auf die Tordifferenz. 3 Punkte sind wichtig. Julian Juni fällt auch nur 8 Tage aus. Ach, scheiße. Dann verpasst er das Rückspiel gegen Real. Oh mein Gott. Vielleicht kann er ja noch irgendwie mit, weiß ich nicht, mit ein paar Schmerzmitteln oder so spielen. Das ist ja richtig dumm. 8 Tage sind nicht viel, aber wenn der halt gegen Real fehlt, ist das ein enormer Verlust. Abschlusstabelle für die heutige Folge. Wir haben es irgendwie geschafft, in diesem Stream ehrlich zurück auf den Champions League Platz zu kommen. Wie? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ist auch nicht interessant. Wir sind wieder da. Haben immer noch die beste Defensive der Liga. Tore hängen wir immer noch gut hinterher, aber hey, es wird irgendwie, glaube ich. Timo hat sich auch nochmal gemeldet. Hab hier einen Milan, Florian Wirtz besser kennengelernt. Wir sind jetzt echt gute Freunde geworden. Im Winter werde ich mit ihm nach Meier fliegen, nach Meustihausen und ihm mal ein bisschen die Stadt zeigen. Meinen natürlich im Sommer. Oh, wie ist das schön. Ach, guck mal, hat er gleich das Champions League Spiel von uns gegen Real verfolgt. Das Rückspiel gibt es dann am Montag, beziehungsweise, wenn ihr hier die Folge seht, auch gerne morgen auf Twitch. Morgen Abend, 18 Uhr, der Stream ist geplant. Nähere Informationen dazu gibt es dann auf Discord. In dem Sinne aber, Jungs, wenn es euch gefallen hat, gerne Like und Abo da lassen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen traumhaften Tag. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Fantastic.